Agent York. I feel like someone's in there. Let's go and see. Huh? What do y'all want? I'm kind of busy here. Emma Sanders. Hi there. Are you Emma? Yeah. Who are you? Francis York Morgan. I'm an FBI special agent. Please call me York. That's what everyone calls me. Agent York? So, what does the FBI want with little old me? I already told the police everything I know about Lise. Emma, I haven't come here to talk to you about Lise. Although I suppose it's sort of connected in a way. My darling is broken, and I need you to fix her. You call your board your darling? I never heard that one before. All right, let me see it. I'll try and assess the damage. I replaced all your trucks, wheels, and gave you some brand new deck tape. Also, you were missing a tail guard, so I put one on for you. That way you should be able to do a few tricks here and there without any risk of damage. Well, what do you think? It's beautiful, Emma. The wheels were scraped down and the base plate screws were all about to fall out. Oh, and the axles were also warped. It was pretty much in critical condition. Now, what I want to know is, how did it get that way? Well, my car was stolen on my way here from Houston. So, I switched over to my darling and rode her here instead. You know, you're crazier than you look. Emma, would you mind answering another crazy question for me? I want to use this board to soar, literally. Would you mind teaching me a trick that would allow me to do so? Oh, you mean you want to do a Wally? Ooh, well, I'd be happy to teach you how, but it's too cramped in here. Oh, I know where we should go. You want to learn too? You sure? Seems like you're interested. Whatever. I know you're just gonna come along anyway. So you should at least learn the basics. Ich glaube, der Bass ist der Mörder. Wie der in der Ecke sitzt und wippt die ganze Zeit. Als hätte er was Schreckliches getan oder gesehen, was er nicht verarbeiten kann. Okay, ein Wally. Das wird jetzt wirklich... Das wird er wirklich noch... Francis York Morgan Skateboarding. Pro Skater. Okay, Agent York. Now we should have enough room to practice. I'll show you how it's done first, then you just practice till you learn how to do it, okay? Okay. Sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Tony Hawk Underground vielleicht oder so. Okay. Drücken haben wir im richtigen Moment die linke Taste, um abzuspringen. Denkst du, du kriegst das Spiel heute noch durchgespielt? Ich weiß es leider nicht. Ich weiß es leider nicht, aber wenn nicht, dann wahrscheinlich am Dienstag, würde ich sagen. Skateboardrennen können von... Ach, Skateboardrennen gibt es jetzt dann. Okay. Also statt Autorennen gibt es in dem Teil Skateboardrennen. Hallo, Icasio, guten Morgen. Nee, wir haben eine kurze Pause eingelegt. Der Stream geht jetzt länger heute, aber dafür haben wir alle ein bisschen kurz Augen zumachen können.
Also halte ich höchstwahrscheinlich wirklich durch. Aber dafür geht's auch länger heute. Bis abends, bis 6 Uhr abends im Grunde. Je schneller die Flagge einsammelt, desto höher die Punkte. Okay, schauen wir mal. Achso, warte mal. Ich muss auf A drücken hier. Okay. Stufe 1 spielen. Los geht's. Yippie! Meine Güte! Wie ein Vogel. Wie ein Vogel so frei. Ich glaube, ich habe die Flagge nicht erwischt, oder? Ah, komm schon, Spiel. Da bist du jetzt aber schon ein bisschen gemein. Mensch. Muss man schon sehr genau durchfahren. Okay. Warte mal, ich flieg grad voll über. Ich bin grad voll übers Ziel gesprungen. Oh, komm schon. Zu gut oder wie? So ein Scheiß. Okay. Zu gut gesprungen geht anscheinend auch. Oh Gott, ey. Sehr cool. Na, Hauptsache geschafft anscheinend. Und wir kriegen sogar einen kleinen Verbandskasten dafür. Oh, Sonnencreme, auch gleich. Das war auch noch ziemlich gut. Wir kriegen gleich 2 Belohnungen. Warum war das bitte gut? Das war Bronze-Rekord. Silber-Rekord. Es war Silber. Es war kein Gold, es war Silber. Oh Gott, oh Gott. Ich sehe gerade eine Zusammenfassung des ersten Teils. Und Jörg hat da auch so ein brennendes... ein breites Kreuz. Ach so, das ist mir nicht so aufgefallen. Im Anzug finde ich es eh nicht mehr so krass jetzt eigentlich. Aber im Pyjama am Anfang sah der einfach aus wie ein Bodybuilder, finde ich. Aber ja, gut. Hallo, Beirebra oder so. Guten Morgen. So, ab jetzt können wir Rennen machen. Und springen mit dem Skateboard. Überflieger. Genau, jetzt können wir über den Waggon springen. Das ist cool. That was perfect! Yeah. Thank you, Emma. I only learned that new trick thanks to your guidance. Now I'm sure that Zach and I will be able to reach our destination without any trouble at all. Thank you for assisting in the investigation. Glad to be of service. If your board breaks again, or you feel like customizing it a bit more, just stop on by my workshop. I'm pretty much always there during the day. Pimpen finde ich schon gut. I'm also taking some time off school because of what happened with Lise. Skating and playing music are the only things that help me escape the pain of losing her. Zach, did you see the expression on her face just now? Ja, ich glaube, das ist normal. Ich glaube, man hat immer einfach, wenn man nur die Stimme kennt, macht man sich so sein eigenes Bild. Und in 90% der Fällen ist das tatsächliche Aussehen ganz anderes. Das kennt, glaube ich, jeder. She works hard to act cheerful. But she's yet another person who was hurt by the tragedy. Lisa's death is like wildfire, spreading embers of sadness throughout the entire town. Wie sah denn dein Bild in deinem Kopf aus? Das finde ich immer interessant, weil ich habe schon alles gehört. Von einem alten, glatzköpfigen Mann über... Was war's? Ich glaube, Inder, genau. Ein indischer Mann. So ein mittelalter indischer Mann. Ha. Ganz viel habe ich schon gehört, wie sich Leute mich vorstellen.
Emma Skateboard Studio freigeschaltet, das finde ich cool. Weihrauch freigeschaltet, wie Weihrauch. Skateboardrennen freigeschaltet. Nebenjob F63. Sehe ich jetzt die Skateboardrennen auf der Karte oder wie oder was? Wie funktioniert das jetzt? Bin von einem jungen Kerl ausgegangen, Anfang 20, ein schlaksiger Kerl. Na fast. Eher so ein Mitte 30-jähriger dicker Kerl. Aber sonst... So, jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die Map. Ob Skateboardrennen hier eingezeichnet sind? Nee, dann muss man Skateboardrennen im Grunde einfach finden, wahrscheinlich, zufällig. Schau ich mal kurz in unseren Detektivmodus, ob wir da... Oh, ob wir da was erkennen. Irgendwie nicht wirklich, oder? Es gibt hier, glaube ich, ein bisschen was aufzuheben, wenn man will, ein bisschen was zu plündern. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch Killerbienen. Wenn wir jetzt noch Killerbienen finden würden... Kann ich über die Mauer springen, meint ihr? Wahrscheinlich nicht. Ach so, ohne Schanze kann ich gar nicht springen. Ach, ich dachte, ich kann jetzt auch, wenn ich durch die Gegend fahre, springen. Aber das geht gar nicht. Ich brauche eine Schanze zum Springen. Schade eigentlich. Na gut. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Unda. Is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell, but it's... Cool, das freut mich, danke. Das ist nett. Were you thinking about Galena too? And all the other women we've seen so far on our travels across the states? Zack, I'm right, aren't I? This is a vast country. Incredibly vast. And it's mostly composed of mountains, deserts, and farmland. Small towns scattered about here and there. That's how America looks to me. Compared to the scale of this entire country. Die Graffitis sind die Rennen. Da habe ich schon ein paar davon gesehen, überall in der Stadt. Da müssen wir ab jetzt Ausschau halten. Ich mache mal das dann nochmal, weil... Jetzt warte mal ganz kurz. Ranking, genau. Wenn ich hier 2900 Punkte schaffe... Und die hätte ich beim letzten Mal fast geschafft, obwohl ich furchtbar schlecht war. Dann schlagen wir den Rekord von Emma Sanders und werden Erster und kriegen haltbaren Weihrauch. Cool. Und außerdem können wir hier ganz viel Punkte sammeln und kriegen noch mehr Zeugs. Zum Beispiel Spatzenfedern und schwarzen Kaffee. Ja, keine Ahnung, machen wir noch einmal die Runde, weil ich glaube, den Rekord schaffen wir. Habe ich nicht den Sprung gehabt. Irgendwie gemacht. Naja, wurscht. Ach, die Münzen sind tatsächlich Geld. Das ist echtes Geld, das in meinem Geldbeutel wandert. Okay, cool. Hä? Irgendwie hat der Spring nicht hin. Ich hoffe, ich kriege keine Punkte für Springen, weil sonst wird das jetzt eher schlecht. Ah, come on. Das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Das wird schlechter als beim ersten Mal. Ich meine, die Zeit ist viel besser, aber können Sprünge auch was zählen? Oh, nicht, keine 3000. Wirklich nicht. Es hat wirklich nicht gereicht. Ist es überhaupt ein neuer Rekord? Ja, ein neuer Rekord war es. Ah, Mist. Nochmal. Jetzt aber. Oh Gott, komisch. Ganz ein Momentum verloren durch den Sprung. Nein! Komm schon, das ist doch echt mies. Habt ihr das gesehen? Ich hab doch wirklich jetzt. Wie genau muss man denn an diesem blöden Flaggen vorbeifahren? Okay, macht nichts. Das schaffen wir noch. Los geht's.
Parfum. Ich mag jetzt nicht mehr einmal machen, wie sie es noch, weil das ist gerade hier. Wisst ihr, aber die Münzen muss ich wirklich nicht mal, also die sammle ich ein, wenn ich nur ungefähr in die Nähe fahre. Aber wehe, ich berühre die Flaggen nicht exakt im Kern. So ein Blödsinn. Na, immerhin kriegen wir jetzt unsere Spatzenfeder. Und bald kriegen wir den schwarzen Kaffee. Komm, einmal noch. Für den schwarzen Kaffee. Für den schwarzen Kaffee. For the Lord Hungers! Das mit dem Springen hat beim ersten Mal irgendwie besser hingehauen. Anfängerglück. Nein, ich springe über die Flagge. Das ist so bekloppt. Ich habe schon langsam das Gefühl, das Beste, wenn man umdrehen will, ist einfach voll gegen die Wand fahren. Ich glaube, das hilft. Ah, komm schon, so knapp. Okay, einmal noch. Einmal noch. Vielleicht kriegen wir einen Flusskrebsschwanz. Wahrscheinlich nicht, der ist schon sehr teuer. Aber ich will die 3000 Punkte. Wenn wir jetzt schon hier sind, will ich jetzt Goldpokal auf dieser Map hier. Los geht's. Francis York, Morgan. Pro Skater. Warum nicht? Ich hab gedrückt wie blöd. Ich glaube schon langsam, manchmal liegt das an fehlenden Frames oder so. Ich hämmer jetzt einfach die Sprungtaste auf den Rampen. Ich glaube, das hilft wahrscheinlich. Die Musik dazu ist auch super. Okay, das war jetzt aber wirklich gut. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich es auch nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Um 90 Punkte reicht's nicht. Moment mal. Doch? Ich dachte, ich brauche 3000. Scheinbar nicht. Na dann. Passt. Genug geskatet hier für heute. Wo müssen wir denn hin? 26 können wir jetzt machen. Genau. Da mal hin. Vielleicht haben wir Glück und wir treffen auf dem Weg irgendwie Killerbienen. Ich weiß wirklich nicht, wo wir Killerbienen finden sollen. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Bundab. Is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell. But it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. By the way, Zack. Hungan feels very familiar to me. You might even say he reminds me of someone. Yes, I think I see the connection now. A cheerful, wise, yet also mysterious African-American who appeared in a variety of different films. My mind must be overlapping him with the skeletal gentleman. Do you remember his name? Ah, yes, that's it. Scatman Crothers. In 1980, he played Dick Halloran in The Shining. And in 1983, he was in the Twilight Zone. He played the man who invited all those elderly folks into a strange new world. I knew it, Zack. There's definitely a connection here. But he's a bit too old. Scatman's more of a sage character. Our skeletal gentleman is a little younger, isn't he? Yes. They have different body types, but what about Forrest Whitaker? He made his debut in 1982 in Fast Times at Ridgemont High. Then he was in Platoon, and The Color of Money, both released in 1986, followed by Good Morning Vietnam in 1987. Oh, and he was in Bird in 1988.
What an impressive filmography. Across the 80s, he transformed his rough, young image into a more cheerful, wiser one. That's why the 80s can also be described as the decade that built up Forrest Whitaker's career. I firmly believe that he'll win an Academy Award for Best Actor someday. Yes, I'm sure it's right around the corner. He'll most likely wait until the time is ripe. Maybe around next year, then he'll unleash his best performance yet. Zach, I could go on about famous actors forever, but we have a case to solve here. Let's table this discussion for now. Verdammt, wie hieß der Schauspieler, über den er jetzt geredet hat? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Were you thinking about Galena too? And all the other women we've seen so far on our travels across the states? Zach, I'm right, aren't I? This is a vast country. Incredibly vast. And it's mostly composed of mountains, deserts, and farmland, with small towns scattered about here and there. That's how America looks to me. Compared to the scale of this entire country. Das kennen wir schon. Ich habe mir nämlich gerade gedacht, weil er gerade über den Schauspieler geredet hat und das Spiel spielt jetzt 2005 und er hat gesagt, bestimmt kriegt er irgendwann mal den Oscar. Ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr vielleicht. Wahrscheinlich ist es nächstes Jahr soweit. Aber 2016 hat nicht der, von dem der geredet hat, den Oscar gewonnen auf jeden Fall. Ha, ich dachte, das wäre so ein Renngraffiti, aber irgendwie scheinbar nicht. Ach, warte mal, ich wollte doch eigentlich noch zum Skateboard laden. Jetzt schaue ich mal auf die Karte, ob der jetzt weit weg ist. Der Skateboardladen ist da oben. Der ist schon ein bisschen weit weg von dem, wo ich jetzt gerade bin. Dann werde ich Macht meines mir verliehenen Amtes als Spielomatico Schnellreisesystem nutzen. Wir haben Wyvern eh noch nie wirklich benutzt, oder? Ach so, ich habe den jetzt erst aktiviert, den Schnellreisepunkt. Gut zu wissen, dass wir das machen müssen. Das wusste ich gar nicht. Wyvern genutzt, weil ich schätze dann mal, wenn ich jetzt zu meiner Werkstatt skate, kann ich wahrscheinlich bei der Werkstatt auch einen Schnellreisepunkt aktivieren. Nehme ich mal an. Keine Ahnung. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Think of him. Cool. Emma Skateboard Studio. Schnellreisepunkt aktiviert. Hi, Agent York. Hallo. Irgendwas stimmt mit deiner Hand nicht. Oh, ob das ein klassischer Kontrabass ist oder einer für Jazz? Oh, du meinst, weil sie sich so ähnlich sehen, bringst du sie immer durcheinander? Tja, Agent York, dann will ich dir mal ein Geheimnis verraten. Es macht keinen Unterschied. Es wird für beides das gleiche Instrument verwendet. Das ist zwar interessant und so, aber ich wollte eigentlich, dass du an meinem Skateboard rumbastelst. Hi, Agent York. Aber das geht irgendwie gar nicht. Naja, dann geht das wohl nicht. Aktuell. Schade. Zumindest haben wir den Schnellreisepunkt aktiviert. Auch nicht schlecht. Können wir jederzeit wieder hin. Und jetzt... Oh, das ist aber eh noch ein ganz schönes Stück von hier.
Aber ich glaube, einen näheren Schnellreisepunkt hatten wir nicht. Na dann los. Keine Zeit verlieren. Oh, wisst ihr was? Ich gehe mal ein Stückchen zu Fuß. Ja, dann kann ich mit ihr reden. Vielleicht haben die wieder irgendeinen coolen Dialog. What else have you seen on that sci-fi movie channel? Agent York, why are you asking me that? Discussing movies is one of the most basic forms of communication in our country. What time period do you live in? It's always been that way in every era. In this country, all dialogues always begin from films. Ugh. Says who? You're making me sick. Sick? Yeah, I feel like I'm gonna puke. I know just what you need to do, Patty. What? Tell me what other movies you've seen on that sci-fi channel. Ugh. You're so annoying. Fine, fine. I saw this one movie where a pretty lady and an old guy fight. And they were both robots. Ah, Terminator 3, Rise of the Machines. 2003, directed by Jonathan Mostow. I knew you were an Arnold S. fan. Oh, you said it again! Oh, whatever. I'm not a fan of his or anything, okay? He just happened to be in it. So, what did you think? I knew of the name Terminator, but it was my first time seeing one of those movies. What? You've never seen Terminator? Well, the first two came out before I was even born. I know, but come on. It's Term... Nein, Dialog unterbrochen wegen blöden wilden Hunden. Hörst du auf. Betäubungsgeschosse. Aktiviert. Naja, schade. Ich hätte gerne auch den Dialog gehört. Ich finde das lustig, dass sie sagt, na, ich habe so einen Film gesehen, wo so ein alter Mann und so eine Frau miteinander kämpfen und beide sind Roboter. Ah ja, Terminator 3. Ich meine, es ist eine ziemlich akkurate Beschreibung von Terminator 3, aber muss man erstmal den Schluss ziehen. Patty, what's that? That tree? Or the water tower? That thing I'm pointing at. That. Like I said, what? That thing. Right there, Patty. Just tell me what it is. How am I supposed to know which that you're referring to? Oh, you're goofing on me, ain't you? So you clearly love TV shows, but what about movies? Movies? We don't even have a movie theater around here, so I can only watch what I manage to catch on TV. Like what? For some reason, the only movie channel we get at home is the sci-fi one. So I just watch a lot of sci-fi. Like what? What's the last one you saw? The one with Schwarzenegger, where there's all these clones. The Sixth Day, 2000, directed by Roger Spottiswood. You must be very well versed in sci-fi if you can appreciate an Arnold S. film. I thought it was way too easy for them to make more clones. And you'd never see a clumsy investigation like that on CSI. That's right. It's realistic. Everything about that film is so realistic. It may be difficult for a child to understand. But, Patty, that's not your fault. All of Arnold S.'s films are filled with hyper-realism, you know. On top of that, Roger Spottiswood is a director who excels in dealing with hardcore subject matter. Turner and Hooch, Stop or My Mom Will Shoot. Each film features one of the toughest tag teams you'll ever find. I can see why it's beyond you, though. No, what I'm trying to say is, Schwarzenegger's character was just a pilot, right? Why was he so strong? It's okay, Patty. You don't need to try and act like an adult to impress me. I didn't understand the charm of Arnold S. films when I was your age either. You need to take your time and slowly reel the film in. Do that, and Arnold S. will greet you with a big, warm smile. Whatever, just stop calling him Arnold S., okay? It's irritating me. Zach, she's at a sensitive age. We both know full well that this is the official way to refer to the film star, but she isn't used to it, so it's bothering her. When in Rome, Schwarzenegger will greet you with a big, warm smile. Zach, my mouth feels weird. How many fingers do you think we'd need to count the number of people who actually call him Schwarzenegger? We'll just have to stomach it for her sake, Zach. Patty, we're investigating here. I think it's about time we cut the chit-chat and got back to work. What? You're the one who brought it up, and you hardly even let me say anything. Ich glaube, ich bin falsch. Aber die Dialoge sind super. Die Dialoge sind so super. War damals ein bisschen verknallt in die Terminatrix. Die in das Terminator 3. Cool.
Ich glaube, ich muss oben über die Brücke latschen. Na komm, dann reden wir noch über Filme. Hey, let's shout something out loud. Shout something. Like what? Chocolate Sunday. Deutschland auf jeden Fall, sure. Arnie, das stimmt. Actually, never mind, this is stupid. Oh, nee. In der, im deutschen Untertitel stand auch Arnie. Aber ich sag eigentlich Schwarzenegger immer. Hey, let's chat. Want to hear about all the depraved serial killers I've encountered so far? No, thank you. Was? Forget what I said. Sie guckt gern CSI, aber will keine Geschichten über verrückte Serienkiller von mir hören. Das ist aber komisch. Hey, let's shout something out loud. Like what? Ich glaube, wir haben die Dialoge durch. Sunday. Okay, sure. Actually, never mind. This is stupid. Versuche noch einmal, aber ich glaube, momentan haben wir nicht mehr. Hey, let's shout something out loud. Okay. Like what? Chocolate. Okay. Na dann, können wir wenigstens schneller reisen. Schade, dass sie nicht auch einfach ein Skateboard hat und man kann auch während des Skatens reden. Das wäre cool. Hey, Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the Song Rouge distribution led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hit. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Boonga. Is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell, but it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. By the way, Zach, Hoongan feels very familiar to me. You might even say he reminds me of someone. Yes, I think I see the connection. What? Warum? Es ist wirklich mit dieser Framerate echt blöd. Ich habe mich so irgendwie echt daran gewöhnt. Ich kann es ganz gut spielen. Aber im richtigen Moment eine Taste zu drücken, ist halt natürlich manchmal unmöglich. No sugar, only weil die Frames nicht existieren, wenn man drücken müsste. Hä? Vielleicht darf ich aber auch nicht in dem Fall anschieben, wenn ich springen will. Aber es ist schon sehr seltsam. Naja, jetzt versuche ich es nochmal. Nachdem ich... Also... Ich glaube, ich brauche bei weitem nicht so viel Tempo, damit ich den Sprung schaffe, nachdem es sich im Tutorial da gesehen hat. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All ja. Busted up and undergoing maintenance. Oh, Gegner hier. Wilde Hunde. This town sure is peaceful, Zach. Yes, finde ich super, dass er das sagt, in dem Moment, wo überall wilde Hunde ans Attackieren. Aber da liegt irgendwas am Boden. Komm. Ich kann die auch verhauen.